Heute habe ich ein paar Informationen für euch, die meinen Urlaub betreffen. Herzlich willkommen, Leute, zu einem meiner Meinung nach sehr wichtigen Video. Vor allem oder zuerst möchte ich einmal ein riesengroßes Dankeschön an euch aussprechen. Und zum anderen möchte ich über den bevorstehenden Urlaub reden. Ihr schaltet bitte nicht gleich weg, nur weil ihr vielleicht Shakes und Fidget im Hintergrund seht und euch das gerade nicht interessiert. Das Ganze ist wie immer ein Thementalk, beziehungsweise ich quatsche über etwas Wichtiges und Shakes und Fidget läuft im Hintergrund. Die Leute, die sich für Shakes interessieren, Link wie immer unten in der Videobeschreibung, international, Welt 11, haben wir neu angefangen. Heute möchte ich über den bevorstehenden Urlaub reden, und zwar bin ich ab morgen für genau eine Woche weg. Bedeutet aber nicht, dass keine Videos kommen. Videos bekommt ihr trotzdem jeden Tag mindestens 4 Stück. Wenn ich alles so eingestellt bekommen und aufgenommen bekommen habe, wie ich mir das vorstelle. Ihr hört anhand meiner Stimme, dass es mir nicht besonders gut geht. Das war jetzt zwischen Gamescom und Urlaub aber auch ein unglaublich ungünstiger Zeitpunkt gewesen. Und das hat auch seine Spuren hinterlassen. Trotzdem habe ich es geschafft, innerhalb von 3 Tagen 62 Videos aufzunehmen für euch. Damit ihr, während ich weg bin, gut versorgt seid. Und ich möchte einfach ein riesen Danke an euch da lassen. Wir haben die 250.000 Abonnenten geknackt. Mein YouTube-Kanal lief noch nie so gut wie jetzt. Auch anhand von Likes und Kommentaren und wie cool ihr drauf seid. Und die Gamescom war einfach unbeschreiblich geil, so viele von euch zu treffen. Da kann ich mich gar nicht oft genug bedanken. Ich hoffe, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, dass ihr die Gamescom-Videos feiern. Das wird ein Video zum Bowling kommen, zum Lasertag, zum Minigolf, zu dem Bühnenauftritt und von der Messe allgemein mit dem Zuschauertreffen. Und einfach vielen, vielen Dank für alles. So geil lief mein Kanal noch nie und genau jetzt mache ich zum allerersten Mal, seit ich YouTube mache, Urlaub. Ich habe noch nie vorher Urlaub gemacht, seitdem ich auf YouTube bin und habe auch jetzt ein bisschen Bedenken, wie das Ganze so wird. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich nicht immer da sein kann, nicht up to date bin, nicht die neuesten Sachen zeigen kann, nicht instant auf alles eingehen kann, wie ich sonst immer mache. Und ich hoffe einfach mal, dass das trotzdem gut geht. Ja, das ist mal was anderes für mich. Für mich ist YouTube mit das Wichtigste, was es momentan für mich gibt. Und ja, da ist das schon mal was anderes. Aber Urlaub ist auch mal schön. Ja, ich werde dieses Jahr ja auch noch nach Japan fliegen und danach bin ich wieder voll da und werde so viel reinhauen wie noch nie. Aber man muss sagen, auch in den 3 Tagen jetzt immer 62 Videos gemacht zu haben, war eine ganze Menge. Einfach nur, weil ich Schiss hatte, nicht genug Videos für euch zusammenzubekommen. Jetzt habe ich sogar noch Videos für die Zeit nach dem Urlaub. Ich habe Videos alle hochgeladen, also geschafft hochzuladen innerhalb von 2 Tagen. Das Problem ist, ich werde für die ganzen Videos es nicht schaffen, Thumbnails zu machen und das stört mich extrem. Ich habe jetzt so eine Übergangsvariante gemacht, wo man ein Wallpaper vom Spiel sieht, das Logo des Spiels und da steht klein drauf, dass ich im Urlaub bin. Vielleicht sieht das auch total kacke aus, wenn man es in Masse sieht. Aber ich habe mir gedacht, bevor ich gar kein Thumbnail mache, mache ich so eins. Und ich hoffe, dass es euch nicht abschreckt. Ansonsten kommt alles wie gehabt. Es kommt Culling, es kommt Dead by Daylight, es kommt Counter-Strike, es kommt Rainbow Six, es kommt Overwatch, es kommt GTA, es kommt Worms, es kommt 2 andere Spiele. Ein Spiel kommt wieder zurück. Das haben wir extra nochmal neu aufgenommen. Also das hatten wir schon mal gehabt. Und bring's jetzt nochmal und so weiter und so fort. Wir haben uns wieder viel einfallen lassen für euch. Und ja, ich hoffe, dass ihr halt trotzdem Spaß dran habt. Und ich würde mich riesig die Woche über euren Support unter den einzelnen Videos halt freuen. Gerade, keine Ahnung, vielleicht ist es auch dumm, weil ich so viel Schiss habe, dass ich einfach nicht up-to-date genug bin. Ich habe mir jetzt schon auf meinem Handy, habe ich mir alles eingerichtet für YouTube, damit ich vom Handy aus die Kommentare trotzdem noch so sneaky lesen kann. Und dann versuche ich am Abend immer auf eure Kommentare zu antworten und auf Sachen einzugehen. Alles in allem würde ich aber auch gerne mal den Urlaub genießen. Soll nicht heißen, dass YouTube so viel Stress ist oder ich einfach mal eine Auszeit brauche. Ganz und gar nicht. So viel Motivation wie jetzt in letzter Zeit hatte ich noch nie. Heißt nicht, dass ich vorher keine Motivation hatte, sondern es ist einfach so viel mehr. Ich würde so viel mehr gerne machen wollen. Und
habe so viele Ideen, die wir umsetzen möchten und so. Also steigt einfach immer weiter an, dass ich immer und immer und immer mehr machen möchte. Mittlerweile betreibe ich 3 Kanäle. Auf dem Singleplayer-Kanal mache ich wirklich eine Woche Pause, das habe ich euch ja gesagt. Auf dem Additional Gameplay-Kanal, dafür habe ich nicht genug Videos, dass da was kommt. Deswegen kommt alles auf dem Hauptkanal. Da wird Mario aber Hearthstone bringen. Das kam ja auch das neue Add-on raus. Dann, wenn ich wieder da bin, kommt Battlefield 1. Es kommt was zum WoW-Add-on. Dann kommt später Call of Duty mit dem neuen Zombie-Modus. Es kommt Sea of Thieves dieses Jahr hoffentlich noch. Vielleicht auch erst nächstes Jahr. Aber ich bin ready. Titanfall, ich freue mich drauf. Und so weiter und so fort. Also wenn ich wieder da bin, werde ich wieder richtig reinklotzen und Battlefield aufnehmen. Ganz, ganz viel im Voraus. Ich freue mich auf COD. Das wird alles ziemlich nice. Wenn ich dann endgültig wieder da bin, also auch aus Japan zurück, werden wir hoffentlich wieder weiter täglich die Videos bringen können. Dead by Daylight, Culling und so weiter und so fort. Es tut mir leid und ich hoffe, das könnt ihr irgendwie verstehen. Das ist zeitlich... Es ging sich zeitlich einfach nicht aus. Zeitlich 7 Videos... Jeden Tag Culling, wir schaffen es manchmal innerhalb von 2 Stunden, 2 Culling-Aufnahmen zu machen. Und jetzt 7 davon, das wäre, oh, das ist schon viel Zeit. Für Culling berechnen wir immer eine ganze Menge Zeit, dass das auch alles passt und dass der Content lustig und unterhaltsam war. Deswegen, wie gesagt, versteht es bitte, dass nicht alles täglich kommen kann. Ich gebe mir größte Mühe, auch wenn ich wieder da bin. Des Weiteren fällt mir einfach das Reden auf Dauer sehr schwer. Weshalb dann doch nur ein Counter-Strike Overwatch kam, denn bei Counter-Strike Overwatch bin ich ja alleine. Und einfach da so 5, 6, 7 Minuten durchzureden, fällt mir einfach nicht besonders leicht. Deswegen bin ich dann selber die Multiplayer-Aufnahmen zufrieden. Oh, Heroes of the Storm kommt wieder mit mit unserem Team, also Troubletown-Team. Super witzig. Wir haben viel geplant, Leute, für euch. Und ich würde mich riesig freuen, wenn die Videos auch im Urlaub gut bei euch ankommen. Es ist nicht so, dass der Content schlechter ist oder so. Nein, nur das Thumbnail ist kacke. Das stört mich. Es stört mich einfach, dass ich es nicht geschafft habe, meine richtigen Thumbnails zu machen, sondern nur so eine Übergangslösung. Das mag ich eigentlich nicht, aber das ging zeitlich einfach nicht mehr. Ich habe zeitlich echt nicht schaffen können. Ich wollte mich unendlich bei euch bedanken für, wie gesagt, 250.000 Abonnenten, aber vielmehr noch, dass der Kanal momentan so geil läuft, dass es so viel Spaß macht, für euch Videos zu machen, auch zum Teil mit euch und mit euch zu diskutieren, sich mit euch zu unterhalten. Die Messe hat das nochmal verstärkt und ich habe mega Bock. Ich habe mega Bock auf YouTube und ich habe mega Bock, halt noch viel weiter zu machen und noch viel mehr für euch zu machen. Riesen Dankeschön. Also ich hatte jetzt letztens dann mal wieder bei mir so ein bisschen in die Statistik geschaut. Eigentlich macht man das nicht, sollte man auch nicht. Demotiviert einen manchmal, zieht einen manchmal runter. Aber die Videos gehen ja durch die Decke. So im Durchschnitt 800 bis 1200 Likes auf alles. Und das ist einfach so krass. Und ich habe halt wieder mega Schiss, dass wenn ich jetzt eine Woche weg bin und wiederkomme, dass irgendwie alles zusammengebrochen ist. Ich mag es nie weg zu sein. Deswegen mache ich auch keinen Urlaub, seitdem ich YouTube mache. Ach, Leute. Vielen, vielen Dank einfach für diese tolle Zeit, die ich hier erleben darf, dank euch. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Ich würde mich, wie gesagt, riesig über eure Unterstützung freuen für die Woche. Es kommen mindestens 4 Videos am Tag und ich bin auf dem Handy ready. Ja, ich werde versuchen, von da die Kommentare zu lesen und zu beantworten. Und das ist so das, was ich sagen wollte. Wie gesagt, für die Leute, die sich für Shakes interessieren, international Welt 11 ist ein neuer Server, haben wir neu angefangen, Link unten in der Videobeschreibung, ihr kennt das, ihr seht unten links ist ein produktplatziertes Video, ist meine produktplatzierte Serie, ich kann halt so meine Vlogs hier machen, in dem Fall jetzt nur Talk, weil Kamera will ich jetzt auch niemandem noch zusätzlich zumuten, deswegen sehr, sehr geile Sache, dass ich das so machen darf, muss ich wirklich sagen, es unterstützt mich auch wirklich, das war... mein Info-Video zu meinem bevorstehenden Urlaub. Ich wünsche euch eine schöne Woche, genießt die Sonne und die Videos und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.